Hallo, da bin ich mal wieder mit Bärbelsohn und Dickodin. Heute eine kleine Sache, ein kleines Gesteck, ein kleines Adventsgesteck auf diesem Stück Holz. Das ist ein ganz normales Stück Feuerholz. Hier ist noch so ein bisschen was dran und ein Astloch, deswegen ist das für mich vorne, weil das so ein bisschen noch schön ist, falls man das nachher sieht. Und das wollte ich mir jetzt mal fertig machen. Und zwar eigentlich für eine Freundin. Mal sehen, ob mir da noch was anderes einfällt oder ob ich das dann mitnehme. Also, ich mache zuallererst mal wieder ein Stück von meinem Klebestreifen da drauf. Aber, wer sowas nicht hat, ganz einfach einen Nagel reinschlagen. Das tut es genauso mit dem, was ich jetzt machen möchte. Weiß nicht, ne, ich mache das mittig und klebe den Pin wieder drauf. So, aber wie gesagt, das gleiche könnt ihr haben, wenn ihr einen Nagel da reinschneidet. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Ton und habe dabei festgestellt, ich hatte vom letzten Jahr noch was, der Ton ist 50 Cent bei uns teurer geworden. Auch billiger, das wäre schön, ne? Mit Feuer natürlich. So. Das Stück kann ich jetzt so ein bisschen kneten und stoppen wir das hier oben drauf. So, und der Größe fällt alles nach unten. Aber wenn es nach oben fallen würde, käme ich auch nicht dran. Also bücken geht noch. So, so ist das jetzt. Jetzt habe ich hier mein ganzen Gedöns hier noch liegen. Alles, was ich noch kurz abschneiden konnte. Ich habe da noch ein bisschen künstliche Tanne, ein bisschen richtiges Koniferengrün, ein bisschen Nobilis. Also alles so ein bisschen querbeet. Das werde ich jetzt alles mal anfangen zu stecken. Und zwar nehme ich mir das erstmal raus, was ich nicht da oben rein haben will. So. Und jetzt kann ich ja mal gucken. Wo ist das? Da. Ja, und dann geht das schon mal los. Wenn ich das jetzt in zwei Teile, und das untere Teil ist nicht so schön, also immer unten ein bisschen weg, dann nehme ich das aber trotzdem zum Füllen und mache das da runter und mache das andere jetzt, das schöne Teil, oben drüber. Seht ihr? Und schon sieht man wieder gar nichts. Das mache ich jetzt mal so weiter. Ich mache das hinten jetzt ein bisschen länger und vorne nachher ein bisschen kürzer. Weil wir das nicht sehen wollen hier, kommt der jetzt oben drüber. Und so kann ich das immer weitermachen. Und das füllt ungemein. So. Aber ich habe dieses Jahr auch Probleme mit der Nobilis-Tanne. Die ist auch schon nicht mehr schön. Und alt ist die ja noch nicht. Das habe ich eine Woche. Aber wer weiß, wie lange die schon wieder liegt. Ich glaube, das wird alles schon im Sommer geschnitten. So. Einfach mal so ein bisschen gucken. Das ist wirklich das Einfachste überhaupt. Viele können das, viele vielleicht auch nicht. Ich höre das immer wieder, dass einige so sagen, ach, sowas habe ich ja auch schon vor Jahren gemacht. Ja, aber die, die es noch nicht gemacht haben, die sich da immer nicht dran trauen, für die ist das dann vielleicht mal ganz schön, das so zu sehen, wie das so gemacht wird. Ich habe heute nämlich auch gesehen, mein Mann hat eine kaputte Scheibe im Auto und wir mussten zum Glaser da und in einen anderen Ort. Und da habe ich natürlich erstmal die Blumenläden angeguckt. Und da war ein großer Markt auch. Da kosten ja die Gestecke so viel Geld. Ich meine, das muss wahrscheinlich sein, aber da kann man auch ja mal was selber machen, ne? Wenn man sich dann, also ich würde jetzt, wenn ich das nicht sowieso immer alles selber machen würde, jetzt mache ich übrigens
Das Koniferengrün noch drauf. Ich würde dann so vielleicht auf dem Esszimmertisch oder da wo man es immer so beguckt, mir was ganz Schönes gönnen und alle anderen Ecken, die man noch ausfüllt, ja, dann selber machen. Ne? So, auch da durchschneiden. Schlechte Stück ein bisschen weiter runter und das gute Stück oben drüber. So, guck mal, nun ist das Ganze schon in 0,6 bis oben abgedeckt. Ich habe jetzt hier gesehen, hier unten ist noch ein bisschen zu sehen. Das muss man dann noch mal ein bisschen nacharbeiten. Wir wollen ja, wenn das auf dem Tisch steht, nicht auf dem Sofa sitzen und noch das Tonstück gucken. Natürlich könnt ihr auch oben, also viele haben mich gefragt im letzten Jahr schon, warum ich mit Ton arbeite. Ja, ich kenne das nicht anders. Und ich finde, weil das manchmal alles ein bisschen schwerer wird, gefällt mir das besser, als wenn ich das in dieser Schaummasse habe. Aber das ist Ansichtssache. So, so sieht das jetzt aus. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Moos. Das kann ich jetzt auch gleich mit zwei Krampen mal festmachen. Und dann mache ich das gleich weiter. Also Krampen habe ich jetzt gerade nicht hier. Mache ich mir eine. Einfach aus dem Draht. Und mache das hier alles ein bisschen fest. Und dann zeige ich euch gleich, wie ich mir das weitergedacht habe. Dass das wieder schnell geht und überhaupt kein Hexenwerk ist, sich irgendwas selber zu machen. So. Das geht so wunderbar einfach da reinzustecken. Guckt mal. Und jetzt hole ich mir noch mal meine anderen Sachen vor. So, jetzt habe ich hier so einen Stecker. Den mache ich jetzt einfach hier oben drauf. Und ihr seht, da oben ist noch ein Abstand. Und da mache ich jetzt richtig noch mal was rein. Das soll ja ein bisschen knuffig auch werden. Einfach immer da reinstecken. Und noch ein paar Krampen. So. Da kann ich jetzt noch ein bisschen von dem Stacheldraht untermachen. Das gibt dann gleich schon mal ein bisschen Farbe. Und dieser Seite auch. Mal gucken, wie rum. Wenn ihr jetzt das zu Ende macht, dann könnt ihr das einfach so rum da unterlegen und auch noch mal mit so einer Krampe befestigen. Einfach so, dann hat man das hier oben auch
also so einen sauberen Abschluss. Mal gucken, ob ich noch so lange habe. Ja, da ist auch noch so lange. So. So sieht es jetzt aus. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt weitermachen. Hier muss noch mal ein Draht hin. So. Hier ist noch ein Draht dran von irgendeinem Gesteck vorher. Was sich bei mir immer alles so anfindet, ist schon Wahnsinn. So. Hält alles, fällt nichts ab. Und dann kann es weitergehen. So. Nun habe ich meine Kerze. Und werde das jetzt ein bisschen ausdekorieren. Hier habe ich noch so alles so von anderen Sträußen. Das war mal in einem Blumenstrauß. Sowas hebe ich ja alles immer auf. Das kommt bei mir alles wieder. So, mal gucken. Das brauchen wir jetzt nicht. Aber ich habe hier noch so schöne Kiefer. Irgendwann wünsche ich mir, dass ich mehr Platz hätte hier. Aber, das heißt, irgendwann wünsche ich mir das nicht, das wünsche ich mir schon lange, aber so, nun könnte ich das hier hinten so ein bisschen höher dekorieren, indem ich da ganz einfach so zum Beispiel ein Zweichrein mache. Aber ich kann das auch einfach so machen und unten lassen, so als Ganzes, dass die Kerze oben steht. Also das könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. Das funktioniert hier auch nicht, die sind zu kurz, da muss ich noch mal länger reinmachen. Das soll ja jetzt ein bisschen halten, also mache ich mir den Draht einmal so und einmal so. Dann darf ich mal ein bisschen zusammendrücken. Und dann kann ich den da auch reindrücken. Muss nur aufpassen, dass man nicht irgendwo bisschen Gewalt brauchen auch. So, das Ding hält. Sieht jetzt mal so aus. Da mache ich jetzt über diesen Zweig noch mal ein bisschen von dem. Mal gucken, vielleicht auch nicht. Dann machen wir erstmal noch mal oben auf den Zweig noch mal ein bisschen von dem Moos. So, jetzt habe ich hier noch ein bisschen Pfeffer. Den werde ich da auch reinmachen. So, mal gucken. Das können wir hier machen. Ich mache das jetzt immer so fest. Natürlich steht die Kerze jetzt schief, das muss ich nachher mal richten, weil wenn ich hier immer unterschiebe, verdreht die sich. Aber da der Ton ja noch
ganz feucht ist, kann man das jederzeit eigentlich wieder richten. So, ich habe jetzt hier von der Fichte noch ein bisschen dran gemacht. Und jetzt habe ich hier noch Christrosen, künstliche. Die will ich da auch reinhauen. Die haben auch noch einen kurzen Stiel, die kann ich da irgendwo, muss ich mir nur suchen, den Platz hier noch reinstecken. So. Und habe noch eine Rose, eine getrocknete. Ob die nun muss, weiß ich nicht, aber ich dachte mir, könnte man mal. Das wäre jetzt so. Ich hätte hier jetzt noch... Nein, das mache ich aber nicht mehr. Ich glaube nämlich fast, dass das jetzt schon genug ist. Ich kann jetzt von diesen Beeren ja auch noch ein bisschen reintun. Passt ja auch fabelhaft. So. Schön ist, wenn das schon so ein bisschen so Charakter hat. Brauche ich da ja gar nicht so viel dran machen, dann fällt das immer schon irgendwo so hin. Guck mal hier, mit meinem Pfeffer bin ich ja immer so ein bisschen geizig. Ich hätte aber jetzt auch ganz gerne noch so einen Zweig daran. Und zwar mache ich den jetzt oben rein. Mal gucken. Dann mache ich den doch fest mit einer Krampe, weil wenn da schon so viel jetzt eingebracht ist in den Ton, dann ist ja auch nicht mehr so ganz viel Platz. So, hier noch mal ein. Und hier hinten soll ja auch noch ein bisschen was passieren. Da mache ich jetzt doch noch diese eine schöne Christrose rein. Dann stelle ich mir das alles gerade hin. So. Ach, hier ist ja auch so ein kleines. Guck mal, wenn ich so kleine Teile finde, die dann so passen, die kommen natürlich immer mit rein. Hier wird gar nichts, aber auch gar nichts weggetan. Es gibt immer noch irgendwo wieder eine schöne Ecke. So, wie gefällt euch das denn jetzt? Ich denke mal, das ist doch eine kleine, feine Geschichte, die, naja, die kostet wirklich nicht viel. Die Kerze. Aber Kerzen haben manche ja auch noch. Diese war auch schon mal angebrannt. Die mache ich ja jetzt sowieso wieder an. Also auch zum Fotografieren. Und ich finde, das ist schön mit dem Holz darunter. Das ist, wie gesagt, einfach das Feuerholz. Ich habe das alles hier so runter gemacht. Und schon ist genug. Ich könnte jetzt rein theoretisch jetzt hier noch so irgendwie ein bisschen was dranhängen. Oder ich könnte noch einen kleinen solchen Zweig. Aber irgendwann ist dann auch mal Schluss. Ich finde, so ist das dann auch genug, weil sonst wird das zu viel. Und das ist jetzt, meine ich, so ein ganz herkömmliches Gesteck, wie wir immer schon hatten. Und das muss auch sein. So, wenn das jetzt angetrocknet ist, dann hält das auch ganz gerade hier fest. Ja, das war so meine Geschichte für heute. Und ich denke mal, das kann man auch wirklich sehr schön verschenken.
Das ist ja, also ihr bezahlt viel Geld im Laden und hier ist es eigentlich so gut wie gar nichts. Entschuldigung. Man kann das natürlich auch auf ein Brett machen oder in einen kleinen Topf machen oder das zeige ich auch nochmal, weil ich habe nochmal einen Topf, den ich auch nochmal machen wollte und naja, jedenfalls, das ist es für heute. Bleibt alles schön gesund. Liebe Grüße, eure Bärbel. Tschüss.